Es sind zwei, die sich lange kennen und seit Jahren für eine gemeinsame Sache kämpfen. Prinz Harry, der Herzog von Sussex, und Poplegende Elton John auf einer Bühne. Die Nummer 6 der britischen Thronfolge und der zum Ritter geschlagene Musiker traten am Dienstag bei der Welt-AIDS-Konferenz in Amsterdam auf. In diesem Augenblick werden unsere bisherigen Errungenschaften durch eine gefährliche Nachlässigkeit aufs Spiel gesetzt. Zu viele Menschen überall auf der Welt ignorieren noch immer die schädliche Kettenreaktion, die ausgelöst wird, wenn die Bildungs- und Erziehungssysteme HIV-Prävention und Behandlung nicht den nötigen Stellenwert einräumen. Innovative Konzepte sind jetzt nötiger als je zuvor. Und genau das bringt uns Elton John mit seiner Initiative Menstar. Wer der Krankheit den Garaus machen wolle, müsse Männer zum Teil der Lösung machen, so der 71-jährige Sänger. Wir müssen den Männern rund um den Erdball zeigen, wie sie sich schützen. So werden sie schließlich auch ihre Frauen und Freundinnen, damit auch ihre Schwestern und Töchter sowie ihre Brüder und Söhne schützen. Unsere Aktion zum Schutz der Männer beginnt heute. Unsere Vereinigung heißt Menstar. Elton John gab zu bedenken, dass bereits Maßnahmen ergriffen wurden, um Frauen und Mädchen zu schützen. Nun muss man auch die andere Hälfte, die Männer, einbeziehen. Viele von ihnen wüssten nichts von ihrer Infektion. Man müsse den Männern beibringen, sich testen zu lassen. Weitere Unterstützer in Amsterdam waren die südafrikanisch-US-amerikanische Schauspielerin Charlize Theron und Ndaba Mandela, Enkel des ehemaligen südafrikanischen Staatspräsidenten Nelson Mandela. Seit seinem ersten Auftreten in den 80er Jahren haben sich rund 77 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert. Fast die Hälfte starb an den Folgen.